Es ist ein Leben unter erschwerten Bedingungen, das wir zurzeit führen. Wir sitzen zu Hause meist allein in der kleinen Familie oder ganz allein. Vielleicht hat man Kinder zu Hause, die beschäftigt oder beschult werden müssen. Es fällt mehr Haushalt, mehr Müll an. Manche arbeiten zu Hause im Homeoffice. Andere machen sich Sorgen um Kurzarbeit oder den Verlust der Arbeitsstelle. Ja, es ist eine Zeit zum Klagen, für wahr. Wir befinden uns hier am St. Bonifatius Wohn- und Pflegeheim, einem geschichtsträchtigen Ort in unserer Stadt Unna. Bis zum Jahre 1942 war es das israelitische Altersheim. Menschen, die hier lebten, verbrachten ihre letzten Tage und Jahre hier. Am 22.07.1942 wurden alle, die hier noch lebten, deportiert. Zu Zeiten des Nationalsozialismus nach Bielefeld gebracht, mit der Prämisse, dort möglichst schnell zu sterben. Man kümmerte sich nicht weiter. Einige wurden sogar von hier deportiert, von dort deportiert. Die größte Ansammlung von Stolpersteinen, 166. Stolpersteinverlegung, die an diese Menschen erinnern soll, jene Stele aufgestellt, deren Psalm uns heute noch mahnt. Herr, ich suche Zuflucht bei dir. Lass mich doch niemals scheitern. Verwirf mich nicht, wenn ich alt bin. Verlass mich nicht, wenn meine Kräfte schwinden. Der Psalm 71 ist das. Auch heute ist dieses Haus dem Alter gewidmet. Als Altenwohn- und Pflegeheim bietet es 97 Menschen ein Zuhause. Jetzt in der Corona-Krise sind die Bewohner dieses Hauses und auch die gut 80 Mitarbeiter und Mitarbeiterinnen unter besonderer Belastung. Niemand darf das Haus besuchen. Angehörigen wird der Zutritt verwehrt. Die Mitarbeiter bemühen sich nach Kräften, den Menschen zu erklären, warum sie den Wohnbereich nicht verlassen können. Aber gerade Menschen mit demenziellen Veränderungen fällt es schwer, dies zu begreifen. Das Besuchsverbot macht deutlich, wie nötig menschliche Nähe ist. Und die Mitarbeiter, die hier leben und arbeiten, die machen dieses möglich. Nehmen wir die Menschen des Hauses und aller alten Einrichtungen und Krankeneinrichtungen unserer Stadt ins Gebet. Nehmen wir die Mitarbeiter ins Gebet, denn sie lassen spüren, wie nötig menschliche Nähe gebraucht wird. Es ist eine Zeit zur Klage, für wahr. Das spürt man auch in diesem Haus und doch wird gelebt und wird gelacht. Und all mein Klagen wird in dieser Relation anders wahrgenommen. Wird von mir anders wahrgenommen, sieht Chancen in der Relation dessen, was an diesem Ort geschieht und geschehen ist.